Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft Hardcore-Modus von und mit eurem Darth Steffen Zockt. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir werden auch gleich einmal loslegen mit der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß, Lust und Laune mitgebracht und ja. Dann machen wir mal weiter, aber ich muss mal ganz kurz noch was aufschreiben. Sozusagen. Nämlich mal ganz kurz noch, weil ich es vergessen habe, ich Trottel vor der Folge zu machen. Muss es jetzt mal ganz fix jetzt machen. Und zwar muss ich mal ganz schnell noch die Koordinaten aufschreiben, dass ich dann loslegen kann mit Erkundung. Aber dafür brauche ich natürlich die Koordinaten, dass ich weiß, wo ich hin muss, wenn ich zurück will. Und jetzt finde ich ja gerade keinen Stift zum Schreiben. Wo habe ich mir gerade einen scheiß Stift hin? Das kann doch nicht wahr sein hier. Ich suche ich ja auch noch alles. Das ist doch unnormal. Eieieiei. Profis bei der Arbeit, sage ich euch. 3, 7, 3 zu 63 und 210. Das ist die Home Base. So. Gut, Koordinaten aufgeschrieben. Oh Mann, ich stelle mich auch wieder blöd an. Ah, jetzt. Ich wollte schon sagen, warum geht die Tastatur nicht? Aber jetzt geht's ja. Wieder. Eieiei. Ich stelle mich immer an. Wie das erste Auto. Ja, das Bett könnte man eigentlich auch da lassen, weil das brauche ich, denke ich mal, definitiv nicht. Würde mich wundern, für was ich das bräuchte. Aber ich müsste mal noch ein bisschen Werkzeug herstellen. Hä? Neue Spitzhacke, Axt meinte ich. Paar Stücke. Und dann brauche ich noch ein paar solche Sachen. Scheiß Motorradfahrer, Ruhe da draußen. Vollidioten. Ich wurde über den Krach, das sind irgendwelche Vollidioten mit Mopeds. Scheiß Idioten hier. Einen auf cool machen, hä? Schlimm, schlimm, schlimm. Diese Angeber immer. Ich denke mal, die sind die coolsten. Wenn sie hier mit Motorrad einen auf cool machen. Oder mit Moped. Ganz schlimm. Oh, ich soll aber vielleicht ein bisschen mehr Essen mitnehmen, ne? Das ist nicht gerade viel Essen. Da soll ich mal vielleicht mal noch ein bisschen mehr einpacken. Vielleicht machen wir das hier. Wir lassen Äpfel da und nehmen dafür die Brote mit. Das ist doch vielleicht etwas praktischer, würde ich sagen. Wir beginnen mal ab jetzt ja die kleine Erkundungstour und schauen mal, was wir so finden werden oder auch nicht. Da unten sieht aus wie so eine kleine Unterwasserlagune, finde ich ja auch immer recht interessant, aber dahin zu tauchen ist immer das Problem. Das schaffst du mit deiner Luft nicht, die du hast. Da brauchst du schon immer so ein bisschen Hilfsmittel, um da zu mogeln. Sozusagen. Hört mal, von da komme ich doch. Da ist doch das Teil. Okay, da muss ich in die andere Richtung.
Von der Richtung kam ich. Es wird sich ja im Prinzip da zurücklaufen. Das bringt nicht viel. Ich würde sagen, dann gehen wir in die Richtung. Es bringt ja nichts, hier in irgendeine Richtung zu laufen, die wir schon gelaufen sind. Oder ja, wo wir herkamen, ne? Warum soll man dahin laufen, wo man herkommt? Da hat man überhaupt keinen Nutzen davon, weil man da im Prinzip sich das anguckt, was man schon kennt. Also totaler Humbug. Im Prinzip, eigentlich müsste ich das Bett mitnehmen, ne, zum Schlafen. Aber das ist ja auch nicht wirklich Hardcore-Mode, finde ich. Sagen wir mal, nicht schlafe. Weil, wenn ich schlafe, kann ich ja im Prinzip den Hardcore-Modus damit umgehen, indem ich schlafe. Und durch die Nacht ja umgehe. Und damit tue ich ja im Grunde so leicht cheaten, wenn man es so nennen möchte. Und das bringt ja in so einem Modus eigentlich nicht viel, oder? Es heißt ja Hardcore-Modus, also muss man den ja auch dementsprechend so spielen, wie er heißt, also Hardcore. Im Prinzip die Nächte neu durchmachen oder sich irgendwo einbuddeln, um die Nächte zu überleben und so weiter und so fort. Ne? Das müsste man ja im Prinzip dann schon machen, um wirklich den Modus so zu spielen, wie er sein sollte. Und das werde ich jetzt mal versuchen zu tun. So gut wie es geht. Und wenn ich mich ja wie rausmogel, könnt ihr mich gerne dafür rügen. Aber immer schön sachlich bleiben, ne? Vielleicht mal zum Anfang dazu gesagt. Nicht, dass da hier Leute ankommen und übelst beschimpfen. Das geht dann natürlich auch nicht. Da muss man schon ein bisschen sachlich bleiben, auf jeden Fall, was das angeht. Oder wie seht ihr das? Ich denke mal, ihr seht das bestimmt auch so. Dass man da schon sachlich bleiben sollte. Sag mal, wie ist denn der Baum gewachsen hier? Das ist ja total komisch. Okay, au. Jetzt laufe ich auch noch voll in den Kaktus rein, ey. Voll Profis bei der Arbeit, sag ich euch. Voll Profis bei der Arbeit. Die kann man nicht mal eine Minute alleine lassen und sie bauen Scheiße. So, mal ganz kurz schauen, wo ist denn die. Ist es euer Ernst, was ist schon wieder langsam Nacht etwa? Das wäre nämlich sehr suboptimal, wenn es so wäre. Wenn es jetzt schon wieder anfängt zu dämmern. Das wäre ganz schlecht. Würde mir überhaupt nicht gefallen. Muss ja auch irgendwie zurande kommen hier, ne? Dann mal ein bisschen die Strecke machen, bevor ich hier mich irgendwo einbuddel, weil es Nacht wird. Eieieiei. Das ist schon heftig. So, Nahrung haben wir auf jeden Fall mehr als genug.
Können wir auf jeden Fall weiterziehen. Hier hat auch geile Gebiete geschaffen, ne? Ist so total zerklüftet und total wild irgendwie. Ist so schon irgendwie krass, muss ich sagen. Ich höre das Wasser so einen leichten Grünton. So hier in der Kurve. Okay. Warum auch immer das Wasser in dem Verlauf grün ist, habe ich keine Ahnung. Aber ist ja egal. Das ignorieren wir einfach mal, was das sein könnte. Oder auch nicht. Vielleicht wollen wir es auch gar nicht erst wissen, was das ist. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt für Minecraft-Projekte, schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Ich könnte ja vielleicht auch mit irgendwelchen Map-Vorstellungen weitermachen oder so weiter und so fort. Kommt drauf an, ob ihr das noch gerne sehen möchtet. Dass ich vielleicht noch solche Maps vorstelle von Minecraft aus dem Store oder Java-Version, dass ich da Maps vorstelle. Irgendwelche selbst gebastelten Maps von welchen der Minecraft-Hobby-Map-Bauer, die riesengroße Adventure-Maps bauen. Sowas können wir uns auch gerne anschauen, wenn ihr das wollt und möchtet. Müsst ihr es nur in die Kommentare schreiben, ob das was für euch wäre, von Projektideen her, was Minecraft angeht. Weil, wie gesagt, Hardcore machen wir ja auch nicht unendlich. Da machen wir auch nur eine gewisse Anzahl von Folgen und dann ist gut. Also ich habe erstmal so geplant, um die, ja, sagen wir mal, 20 Folgen erstmal. Oder 15, also 15 bis 20 Folgen. Und dann, ja, mal weitersehen, ob noch Interesse besteht, dass ich das weitermache. Ansonsten mache ich dann irgendwas Neues mit Minecraft oder ein anderes Spiel. Muss ich halt mal schauen. Wie gesagt, bei der ersten Folge oder bei der zweiten hatte ich ja einen Kommentar gehabt, dass es den einer ziemlich gefallen hat, das Minecraft Hardcore Projekt. Und ich hoffe, dass er natürlich immer noch zuschaut, dass sich anguckt. Es ist die nächste Folge, die ja mal am Freitag kommen. Bei Minecraft kommt ja immer freitags auf meinen Kanal. Mittwoch kommt ja, glaube ich, auf Mittwoch nochmal. Muss ich auch kurz überlegen. Genau, auf Mittwoch habe ich Retro Gaming. Und Freitag ist halt Minecraft-Tag, sozusagen. Habt ihr vielleicht schon, ja, mitbekommen? Ich habe mich getäuscht. Ich habe gedacht, da hinten ist ein Dorf. Fuck. Aber da hinten scheint doch kein Dorf zu sein. Da habe ich mich wohl getäuscht. Das ist einfach nur Granit. Aber kein Dorf. Eieieiei. Uah! Alter Schwede, was mache ich denn hier? Ich bin ja total lebensmüde. Jetzt fliege ich da einfach runter. Zum Glück war da nichts weiter an Felsvorsprung oder festes Material. Da wäre ich bestimmt auf der Hälfte runtergerippt, ey. Das wäre richtig böse ausgegangen, wahrscheinlich. Richtig böse. Oh mein Gott, oh mein Gott. Eieieiei. Bin ich ja gerade safe momentan? Ja, ich muss mich mal ganz schnell was treffen.
dann gibt es auch noch ganz viel Melone. Sehe ich gerade. Aber die ignoriere ich erstmal. Und hol mir mal ganz fix hier das Eisen. Die Spinne läuft nämlich gerade zum Glück weg. So, Eisen wo beißen. Aber immer eine Hose. Eieieiei. Oh Gott. Aber bis jetzt komme ich relativ gut durch, ne? Ich habe bis jetzt noch nichts angegriffen direkt. War Glück gehabt. Hey. Aber was habe ich gerade geschlagen? Im Sprung. Gott. So, und jetzt muss ich mal gucken, wo ich mich verstecke, um die Folge zu beenden. Ich kann mich ja nicht da einfach irgendwo hinstellen und die Folge beenden. In der Zeit bäscht mich irgendwas weg. Wow. Lauf, Forest, lauf. Lauf, Forest. Ach. Du Heiliger, so viele Skelette. Und ich sehe nichts. Ich muss es auf heller stellen. Mein Gott, das ist eindeutig zu dunkel gestellt. Habe ich auch Erde? Na, ernst? Ich habe keine Erde mit. Minecraft stelle ich jetzt mal auf heller, ey. Fundort. Ah, schon besser. Uiuiui, ich werde mal hier die Folge abmoderieren. Ich glaube, hier stehe ich relativ safe erstmal. Ich hoffe es. Und hoffe natürlich auch, dass euch die Folge Spaß gemacht hat. Ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Zur nächsten Folge Let's Play Minecraft Hardcore Modus mit und von eurem Dorf Steffen zockt. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Besser gesagt, eine schöne Zeit. Lasst gerne ein Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat und ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder bei Minecraft Hardcore Modus oder an einer anderen meiner Let's Plays, die ich zurzeit mache. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ciao mit V und möge wie immer die Macht mit euch sein, meine jungen Padawane, Zuschauer, Abonnenten und alles, was es noch gibt. Ciao, ciao, ciao.